Also, ob ich jetzt als Politiker erklären kann, warum ich jetzt eigentlich ein Verbot von sogenannten Killerspielen durchsetzen möchte, fragen Sie mich vom Bayerischen Deutschen Kinderschutzbund Rundfunk. Ja, also ich habe da eine ganz klare Linie, und zwar folgendes, weil, ja, das, also ich. Also im Grunde genommen ist es auf jeden Fall schon mal so, dass. Wie war noch mal die. Ja, ob ich ging, warum? Ja, also mein letzter Urlaub war klasse. Ach so, die Frage. Ja, ich bin gegen Killerspieler. Also ich finde auch, man ist schon ganz schön beschäftigt, wenn man sowas spielt. Und das ist ja auch nicht gefährlich. Und so wie mit Messer und Gabel soll man ja auch nicht spielen. Und ich habe ja selbst viele Kinder und die dürfen bei mir auch nicht spielen das. Und sie fragen mich jetzt hier so, gucken Sie mal, was ich mir gekauft habe hier. Ja, die Frage war nochmal, wie, ab warum ich ging, ich bin im Bundestag, warum ich dafür gestimmt habe. Nun, ich finde, dass Killerspiele, kennen Sie den hier auch schon? Ja, ich finde, dass man Killerspiele auf jeden Fall und, oh, mein Kopf, ich habe Migräne. Also jetzt mal das wird jetzt aber nicht gesendet, das wird geschnitten, oder? Fangen wir nochmal von vorne. Also, mein Argument, ich bin Bundestagsabgeordneter Komet Matti, BMGG, bin gewählt 1974 im deutschen Bundesparlament und ich bin gegen das Verkaufen von Killerspielen, zum Beispiel bei der Bäckerei und im Zeitungsladen, weil ich glaube, dass davon die Haustiere Durchfall kriegen können und Kinder daran erblinden. Auch Eltern können dann ziemlich schwerhörig und das führt ja auch zu vielen Scheidungen. Und deswegen glaube ich, dass das nicht gut ist, wenn sowas im Haushalt von Kinder, Jugendlichen, Oma und Opa gespielt wird, auch wenn man dafür eine Leinwand braucht und extra Handschuhe. Also ich kann das damit somit rechtfertigen. Ich bin zu Recht verwählt worden und ja, ich kann zu meinem Verbot von Killerspielen stehen. Ich hoffe, dass jetzt die Frage gut beantwortet ist und ich jetzt endlich Mittagessen gehen kann. Denn fürs Mittagessen kriege ich ja auch Geld. Gut, also wenn Sie nochmal so eine pikante Frage haben, fragen Sie mich ruhig als Spezialist. Ich bin ja nicht ohne Grund der Spezialist meiner Partei für solche Fragen. Also hier Ihr Mikro. Tschüss dann, ne?